Hallo und herzlich willkommen bei Marie's Salon de Livre und dem letzten Video im Jahr 2022. So schnell werdet ihr mich nicht los, sprich es gibt jetzt eine kleine Retrospektive und einen kurzen Vorschau, was denn die nächsten Wochen so im Kanal los sein wird. Das Jahr 2022 war schräg. Ich glaube, das habe ich über das Jahr 2021 auch schon behauptet. Und über das Jahr 2020. Sprich, wir haben jetzt drei komplett schräge Jahre hinter uns gebracht. Und dennoch sind sie wahnsinnig schnell vergangen. Und wenn ich so zurückschaue auf das allgemeine Weltgeschehen, dann hat es ganz, ganz viele Dinge gegeben, die mich traurig gemacht haben. Von Corona natürlich angefangen am Anfang des Jahres noch mit sehr, sehr vielen Erkrankten und dann auch noch Toten. Im Februar gipfelt das Ganze in einem Krieg, den ich bis heute nicht nachvollziehen kann und wo ich einfach Angst habe, dass ich nicht weiß, wie wir diesen Krieg beenden sollen. Von der Klimakatastrophe, die ich ja schon längst umbenenne in eine Menschheitskatastrophe. Die Erde wird überleben, ob das die Menschen überleben, ist eine andere Frage. Also ich denke, dass wir da ganz viel noch arbeiten müssen. Jede Kleinigkeit zählt. Und natürlich von all diesen Rückschritten, die, nennen wir es mal, Frauenpolitik gemacht hat. In den USA gibt es Bundesstaaten, wo die Abtreibungen verboten wurden. In manchen Bundesstaaten gibt es tatsächlich in Schulen wieder die Prügelstrafe. Und von anderen Ländern, wo Frauenrechte, Entschuldigung, nicht mit Füßen getreten werden, sondern wo sie einfach abgeschafft werden und es einfach keine Menschenrechte mehr gibt. Das macht mich wirklich traurig. Schlimmste ist an der Social Media Blase, jetzt nenne ich es einmal so. Also ich das Gefühl habe, man hört nur negative Mitteilungen. Was ich mir für das nächste Jahr vornehme, weniger Kommentare zu lesen, das habe ich mir, glaube ich, im letzten Jahr auch schon vorgenommen. Denn die Menschen, die Kommentare hinterlassen, sind oft einfach nur dumm. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sagen muss, aber manche sind so trollig und so brollig und so furchtbar, dass ich mir denke, haben die kein Leben, dass es sich zu leben lohnt, um dennoch einfach so hau drauf Argumente zu bringen. Und wenn du dann versuchst, das Ganze irgendwie zu entkräften oder in ein Lot zu bringen, das funktioniert nicht. Ja. Das ist so der Rückblick aufs Ganze und da habe ich wahrscheinlich noch 100.000 andere Sachen vergessen. Social Media, so gern ich in dieser Buchbubble bin und auch versuche, das Positive zu sehen, ist es oft schwierig, seine Emotionen so in den Griff zu kriegen, um nicht wütend zu sein oder zornig und dann doch einmal einen Kommentar durchzulesen und zu hinterlassen. Und also... Social Media mag ich gern, ich bin gern in der Bookbubble, aber manches Mal, wenn ich sie verlasse, ängstigt sie mich sehr. Wie geht es euch mit der Situation in diesen letzten Wochen und Monaten? Ich denke auch, dass die nächsten Monate vielleicht dann auch noch recht schwierig werden aufgrund der Energiekrise, Lebensmittel und so weiter, so was alles immer teurer wird. Ja, das scheinen jetzt im Moment schwierige Zeiten zu werden. Mein Teil, den ich zur Ablenkung beitragen kann, möchte ich gern beitragen, sprich ich hoffe euch Highlights zu geben mit Videos, hin und wieder vielleicht einmal zum Kichern oder zum Lachen, beziehungsweise Inspiration für neue Bücher, die ihr dann lesen könnt. Und auf jeden Fall, damit geht es weiter. Klar, was anderes macht ja für mich keinen Sinn. Der Januar ist schon an Sendeterminen ziemlich verplant. Das klingt total gut. Wenn ich jetzt so einen richtigen Redaktionsplan hätte, könnte ich ihn euch zeigen, aber ich habe ihn nicht. Aber es werden natürlich die Highlights wiederkommen. Klar, die werde ich wieder in mindestens zwei Videos aufteilen, um einfach da ein bisschen mehr reden zu können, um euch meine Highlights in dem Jahr 2022 zu zeigen. Natürlich versuche ich auch meine 12 Books in 12 Months auszuwerten vom Jahr 2022. Schauen wir mal. Die 5-Sterne-Prognose, schauen wir mal. Und die zwei Formate mache ich auch für das Jahr 2023 wieder. Nicht, dass ich das jetzt als Challenge, als Leseliste oder so irgendwie sehe, sondern eher als
Ich mag das Format, ich drehe es wahnsinnig gern und deshalb mache ich es auch. Es wird eine 12 Books in 12 Months oder 12 Books for 2023, weiß ich jetzt noch nicht genau, Sonderedition geben. Da weiß ich schon. Und 5-Sterne-Prognose weiß ich noch nicht, aber sie wird kommen, die Vorschau auf jeden Fall. Ändern wird sich an gewohnten Formaten wie Neuzugängen, Lesemonat, Tags und so weiter, gemeinsame Videos mit der Beate nicht wirklich etwas und deswegen freue ich mich wirklich auf das Jahr 2023. Da ich nicht so kreativ bin wie andere, kann ich im Moment nicht genau sagen, was es sonst noch geben wird. Wird es Neuerungen geben? Wird es Sachen geben, die ich regelmäßig mache? Ich weiß es nicht. Dazu bin ich zu verplant, zu verpeilt und nicht organisiert genug. Aber es wird auf jeden Fall immer wieder was Neues geben, kurzfristig und ich glaube, so habt ihr mich kennengelernt, dass ich eher ein bisschen unorganisiert bin und spontan, aber nicht mega durchgeplant bis ins letzte Detail. Gibt es Dinge, die ich im Jahr 2023 gerne machen würde? Ja, natürlich gibt es Dinge, die ich gerne machen würde. Etwas, was ich im Jahr 2022 schon wirklich vermehrt gemacht habe, war Hörbücher hören. Es war jetzt noch nicht so üppig, aber es war definitiv mehr als im Jahr davor. Und das würde ich gern ins Jahr 2023 mitnehmen und das bisschen mehr, wie soll ich sagen, in meinen Alltag weiter integrieren. Zweitens würde ich natürlich auch gern wieder mehr Englisch lesen. Im Jahr 2022 habe ich genau 0 Bücher auf Englisch angefangen und fertig gelesen. Ich habe einige angefangen, aber dann gewartet, bis die deutsche Übersetzung kommt und dann fertig gelesen. Ja, ich bin, was das angeht, scheinbar im Moment nicht aufmerksam genug, um auf Englisch zu lesen. Ist so, es kommen vielleicht bessere Zeiten, ich weiß es nicht, aber ich würde es gern machen. Was ich jetzt vermehrt in ein paar Videos schon gesehen habe, ist die Reinabbau-Challenge. Jetzt möchte ich das nicht als Challenge betiteln, weil ihr wisst, das mag ich nicht, sondern es geht wirklich darum zu sagen, ein paar Reihen habe ich da, wo ich sage, die könnte ich eigentlich fertig lesen. Eine davon hat Christine von Bookopolis, ich verlinke gern ihren Kanal und ihr Video dazu, haben wir gemeinsam Band 1 gelesen, letztes Jahr, ich glaube im April oder im März, weiß ich nicht mehr genau, und zwar Kampf um Demora, Vertrauen und Verrat, Teil 1, und da gibt es noch 2 und 3. Sie hat das auf ihrer Wunschliste drauf, beziehungsweise auf ihrer Liste, wo sie gern weiterlesen würde. Hiermit ein Aufruf an die Christine, ja, würde ich auch sehr, sehr gerne weiterlesen, weil mir hat Band 1, da sind wir uns einig, wirklich gut gefallen. Das war politisch, Intrigen, es hat ein bisschen Action gegeben, aber es war eher so verschwörerisch und Spionage-Thriller-mäßig. Also es war echt gut und mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Eine weitere Reihe, die im Dezember 2022 jetzt mit dem letzten Buch abgeschlossen wurde. Lara Adrian und Midnight Braid. Band 18 ist jetzt im Dezember erschienen und ich will unbedingt wissen, wie es ausgeht. Lara Adrian mit der Midnight Braid Reihe ist eine Autorin, die ich über alles liebe. Diese Reihe, diese 10 Bände, die anfangs prognostiziert waren, waren grandios. Von Band 1 bis Band 10, man hatte eine Background Story, die sich über alles gezogen hat und die sich langsam erklärt hat und ganz gewisse Dinge dann gezeigt hat und offenbart hat. Natürlich gibt es dazu in jedem Band eine Love Story, klar, aber es war eine richtig tolle Handlung. Ab Band 10, und das ist kein Spoiler, sondern das ist überall ganz klar und deutlich zu sehen und ist jetzt auch nicht mehr ganz neu, weil die Reihe ja doch schon einige Jahre läuft, hat es einen Zeitsprung gegeben. Den habe ich zwar mitgemacht und habe bis 13 oder 14 mitgelesen und habe dann den Faden verloren. Mag daran liegen, dass die Originalfiguren zwar vorkommen, aber nur ganz am Rande und ich diese 25 Jahre irgendwie, ja, das war mir zu schnell. Scheinbar bin ich nicht mehr flexibel genug und da müsste ich mich wieder einlesen, also bei Band 11 beginnen und dann durchziehen bis Band 18. Ja, ich will wissen, wie das endet. Schlussendlich gab es diesen Zeitsprung und da ist einiges passiert und dazwischen gab es dann auch 2, 3 Dinge, die mich überrascht haben und wo ich sage, okay, wie geht das denn jetzt weiter?
Wer kennt denn die Reihe und wem geht es denn ähnlich? Dass er sagt, ich habe begonnen, aber ich habe es nicht durchgezogen. Das wäre tatsächlich ein Vorhaben, das ich bis zum Ende des Jahres wirklich abgeschlossen haben möchte. Das sind 8 Bücher. Das kann nicht mehr die Welt sein. Und die sind ja auch nicht so, sondern eher schmal. Gibt es sonst noch Änderungen bzw. Wünsche, Vorhaben, die ich gerne hätte? Puh, ehrlich gesagt, nein. Ihr wisst, ich bin eher die Stimmungsleserin, sprich, ich fühle mich gut oder ich fühle mich schlecht und dann wird genau zum richtigen Buch gegriffen, ohne jetzt sich ewig an die Leselisten zu halten. Ich versuche auch, die Rache des Sub weiterzumachen. Die würde ja von Light auf Normal gestellt werden. Ich muss jetzt schauen, wie ich zeitlich dazu komme, vor allem im Jänner, weil der ist schon recht vollgepackt mit Themen und beziehungsweise Videos. Aber irgendwie macht es doch Spaß, sich die alten Bücher mehr oder weniger anzusehen und zu sagen, oh, da war was, ja, interessant, könnte ich wieder zur Hand nehmen oder habe ich komplett vergessen, komplett übersehen. Also dieser Erinnerungsfaktor mit der Rache des Sub ist natürlich schon etwas ganz Besonderes. Sonst gibt es nur noch 2 Sachen, die ich hier kurz erwähnen möchte. A, es geht um das Weihnachtsbuch, das ausgewählt wurde. Ich verlinke euch gerne das Video noch einmal dazu. Hab natürlich die Stimmen gezählt und das war ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen 2 Büchern. Und zwar Judith Merchant mit Schweig und Charlotte Link mit Das Haus der Schwestern. Judith Merchant hat mit einer Stimme Mehrheit gewonnen. Man glaubt es kaum. Als mehr oder weniger das Voting vorbei war, habe ich mir das Buch als Hörbuch heruntergeladen. Habe begonnen und dann hatte ich Mitte des Monats meinen Hörsturz. Und ehrlich gesagt, Hörbuch hören mit Kopfhörern und am Hörsturz, das ist für mich äußerst unangenehm. Also das hat sich nicht gut angefühlt. Jetzt geht's besser, aber wir sind schon am Ende des Monats, / am Ende des Jahres und ich werde bis zum Ende des Jahres definitiv nicht fertig werden. Das ist eindeutig so, aber es wird in den Jänner mitgehen, weil ich habe jetzt circa 1 Stunde, 1,5 Stunden gehört und es ist nicht mega, mega lang, aber es gefällt mir total gut, es ist irre spannend. Ich weiß ja schon ein bisschen was von der Lesung von Judith Merchant beim Krimifest im Oktober in Tirol. Und deshalb, ja, wird es mitgezogen und ich hoffe, dass ich es einfach am Heimweg im Bus oder so weiterhören kann und weiterhören werde, damit ich es im Jänner dann zeigen kann. Das Zweite, was ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte, ist, zum 24. Dezember gab es ja ein Geschenk rund um Tess Gerritsen. Und dieses Geschenk habe ich ausgelost. Herzlichen Glückwunsch an die Gewinnerin. Ich glaube, es ist eine Frau und zwar ist es The Sissy 2705. Unten steht meine E-Mail-Adresse. Schick mir bitte ein E-Mail und dann kann das Paket nächste Woche auf Reisen gehen. Je nachdem, wann ihr mich seht, ob das noch der 31. Dezember ist oder der 1. Januar 2023. Unabhängig davon wünsche ich euch einen guten Rutsch, einen tollen Start ins neue Jahr. Feiert mächtig, prächtig, feiert zur Party oder macht es so wie bei uns, dass es eher ruhig zugehen wird. Rutscht ins neue Jahr, wie es euch beliebt und ich hoffe, dass 2023 ein wenig ruhiger wird, ein bisschen normaler, nennen wir es einmal Standard, so wie früher und nicht wieder so chaotisch wie die letzten 3. Am Ende des Jahres gibt es natürlich auch die 3 guten Dinge. Allerdings machen wir jetzt 3 gute Dinge des Jahres draus. Das erste ist sicherlich, dass ich in diesem Jahr ganz, ganz viele tolle Erinnerungen schaffen durfte. Ich habe all die Urlaube der letzten Jahre in dieses Jahr gepackt und bin ganz viel herumgereist. Im Mai, Juni war es mit einer Freundin in Schottland, im Juli, August mit meinem Mann dann in Frankreich und wir haben dann noch einmal in Wien Urlaub gemacht für ein paar Tage. Wir haben sehr, sehr viel erlebt, viele tolle Erinnerungen gesammelt und die uns dann einfach begleiten werden über die nächsten Jahre. Es war einfach toll. Das zweite gute Ding des Tages war eigentlich, dass ich eigentlich, bis auf diese Medikamentenallergie mit dem Hörsturz, nicht krank war. Ich hatte weder Corona noch diese grausigen und furchtbaren Grippen, die zurzeit bei uns rum sind.
ich konnte mich davon abschotten. Sprich, es waren alle rundherum krank, aber ich habe es Gott sei Dank, klopfe ich auf Holz, nicht bekommen. Also ich war da Gott sei Dank sehr begünstigt und habe mich von diesen Krankheiten fernhalten können. Ich weiß, dass Long-Covid im Moment wirklich ganz, ganz weit verbreitet ist. Ich habe auch einige Bekannte und Bloggerinnen, die unter Long-Covid leiden und wirklich leiden. Und dass das ein Gebiet ist, das einfach noch nicht wirklich ganz ausgeforscht ist. Und das Dritte ist 2022. Ich habe noch knapp 24 Stunden, aber wenn alles gut geht, und so schaut es im Moment aus, ist 2022 das erste Jahr seit 3 Jahren, dass ich keine meiner Katzen gehen lassen muss. 2019 hat eine Woche bevor meine Mama verstorben ist, Tobi den Weg angetreten. April 2020 ein weiterer Kater meiner Mama, der Carlo, der die Seele einer Katze war. Ein Riesenviech, absolut gutmütig, und der ist einfach, hat sich davon geschlichen. Und letztes Jahr im September 2021 mein Kater Starsky mit knapp 18 Jahren. Und in diesem Jahr geht alles glatt. Vor allem mein Hutch, der wird im Juni 19. Dem geht's total gut, laut Tierarzt. Immer noch sehr jung und agil und schaut ganz, also sein Gesicht wirklich ist einfach so süß. Und Madame Momo natürlich mit ihren 10 Jahren noch sehr frisch und regiert die Welt in unserem Haus. Und es freut mich einfach sehr, dass beide da sind, dass alles in Ordnung geht und dass wir auch sonst eigentlich keine Verluste, auch Menschen, liebe Menschen, Freunde, Familie oder so, gehen lassen mussten. Ich denke, das ist schon einmal ein sehr, sehr guter Abschluss für dieses Jahr. Und da es nicht ganz so lang werden soll, das Video, dieses Lava-Video, wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag, eine tolle Woche. Lasst es euch gut gehen, tut euch selbst was Gutes und vor allem bleibt gesund oder werdet wieder gesund, erstarkt zu großer Größe mehr oder weniger wieder. Und wie immer, sucht euch guten Lesestoff. Für dich, bis bald!